Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir zocken wieder weiter, Bockblindlager weghauen, um noch an bessere Ausrüstung zu kommen. Die Story können wir immer noch später machen. Da unten ist jetzt das schwierigste Bockblindlager nach meiner Meinung. Ihr könnt natürlich diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Gehen wir zu einem anderen Areal von Bockblins. Und übrigens wird jetzt jeden Tag um 16.30 Uhr Breath of the Wild kommen und jeden Tag um 18.30 Uhr kommt dann Paper Mario 1. Was macht ihr denn hier? Das ist ein paar Waffen her. Ups, nee, Pfeile wollte ich jetzt nicht verschwenden. Dann nehmen wir lieber einen Bockblin-Stock. Jetzt mal aufpassen von der Seite. So, unsere Waffentasche ist jetzt voll. Dann würde ich sagen, schmeißen wir auch was raus. Ja, eine Fackel würde ich sagen. Weil davon brauchen wir nur eine und nicht zwei. Schau mal den Bockstock in die Hand. Und jetzt BOOM! Oh, der hat sogar ein Schwert. Ein Bockschild. Okay, das ist nice. Und ein Reiseschwert. Das ist auch nochmal richtig krass. Oh, die Waffentasche ist voll. Das wollen wir auf jeden Fall nicht liegen lassen. Das werfen wir erstmal weg und holen uns dann das Reiseschwert. Und der hat nochmal Pfeile gehabt. 5 in der Zahl. Und die holen wir uns jetzt auch nochmal, die Bockblins da oben. Let's go. So, der hat auch einen Bogen und der andere auch. Das heißt, wir kriegen jetzt nochmal Pfeile. Und sogar noch einen Bockbogen. Was auch nochmal gut ist. Wir müssen dann aufpassen, dass da hinten der Außenposten nicht sieht. Oh shit, das ist eine Bombe! Fuck, Digga, wo ist meine Waffe? Hä? Ich habe keine Waffe. Lol, da wollte ich ins Ausfallfenster. Also auf gar keinen Fall die Bombe da aktivieren. Ja, dann brate ich jetzt nochmal ganz kurz alle Sachen hier. Übrigens, solche Bockblin-Teile, also Bockblin-Hauer, Bockblin-Horn, solltet ihr erstmal nicht braten. Weil dafür braucht man noch andere Dinge. Zum Beispiel hier zusammen mit Insekten und ähnlichem gekocht. Und lässt er sich zu Medizin verarbeiten. Ja, Leute, das ist jetzt erstmal das, was wir haben. Pfeile farmen kann, indem ihr zu einem Bogenschützen hingeht und die ganze Zeit halt mit dem Schild das alles abwehrt. Weil dann schießt er halt auf euer Schild und ich glaube dann 3-4 Mal kann er dann auf euer Schild schießen, dann trifft er euch dann irgendwann und dann könnt ihr die vom Schild abgewehrten Pfeile dann nehmen. Genau. Aber damit leidet nur euer Schild. Ich würde eher dann sagen, dass ihr dann lieber das mit Ausweichen tut. Aber okay. Und das können wir jetzt nun untersuchen. Schickerstein erkannt, Schickerturm wird erkannt. Es kann zu leichten Erschütterung kommen. Also bitte bleiben Sie ruhig. Und er hebt sich nicht nur im vergessenen Plateau. Er behebt sich in jedem Einzelnen. Und bildet so die Karte. Turm des Plateaus. Karteninformationen werden übertragen. Und dann haben wir die Karte des vergessenen Plateaus. 100 Jahre lang hast du geschlafen. Untergang geweiht. Alles klar. Und damit haben wir das erste Hauptziel des Spiels geschafft. Die ferne Stimme und können nun mit Drücken von Y das Ganze, ja. Und immer wo halt sowas hier ist, gibt es auch häufig irgendetwas zu holen. Ob es Schreine sind oder halt Dungeons. Oder ob es wichtige Truhen gibt. Dann wollen wir mal wieder runter. Und das können wir machen, indem wir hier runtergehen. Aber nicht komplett runterfallen. Das würde euch sehr viel Schaden bringen. Also immer am besten im Uhrzeigersinn runter. Oh, der Weihnachtsmann. Das muss heißen, die Kraft, die unter Hayabushi wurde erweckt. Du warst gerade auf den Turm, oder? Was gab's denn dort oben? Da war eine Stimme. Excuse me, what the fuck? Oh, echt? Eine Stimme aus Richtung des Schlosses, ne?
Hast du nicht eine Vermutung, wessen Stimme das gewesen sein könnte? Wir nennen es die Verheerung Ganon. Es ist nun 100 Jahre her, da hat dieses Unheil das Reich Hyrule zerstört, das sich einst hier befand. Es tauchte wie aus dem Nichts auf, zerstörte die Städte und kostete einen Großteil des Volkes das Leben. Und seit 100 Jahren verweilt es nun dort. Es hängt wie ein Geschwür an Schloss Hyrule, ein stolzes Wahrzeichen des Königreiches. Leider wird das so schnell nichts raus. Das Plateau, auf dem wir uns befinden, ist von jenen Abgründen umgeben. Jeder, der da drin hinterfällt, ist verloren für immer. Wenn man allerdings wie ich einen Parasegel besitzt, sieht die Sache schon anders aus. Parasegel? Oh, da hast du es eben nicht gesehen, als ich hier in der Land bin. Ich könnte es dir geben, aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass du einen gewissen Schatz für mich besorgst. Eine vergessene Welt, ein neues Haupt. Und da hinten hat sich nun etwas aufgetan, wovon ich euch ja gerade schon erzählt habe. Ja, dann laufen wir da mal hin. Aber leider... Siehst du das da vorne, diesen Schrein? Oder der so ein besonderes Licht abgibt? Zur gleichen Zeit, als der Turm sich aus dem Boden erhob, begann dieser Schrein zu leuchten. An solchen Orten findet man nur für gewöhnlich kostbare Schätze. Du willst ein Parasegel haben oder nicht? Dann bin ich mal gespannt, was für einen Schatz du mir bringst. Hier können wir uns aber nochmal ein paar Boglins holen. Weil da hinten ist noch eine Truhe. Bam, 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 bam! Ist gerade jemand beschossen? Ja, genau, da oben. So, wir können jetzt ein bisschen Pfeile farmen, würde ich sagen. Okay, hinten rauf. Bam, bam, bam! Boglin Bo für uns! Und damit haben wir es abgeschlossen. Und kriegen die Chest. Voraufnahmen werde ich jetzt immer um die 25 Minuten lang machen und ja, dann einfach auf 15 Minuten runtercutten. Ein Reisschwert. Dafür ist in der Tasche kein Platz. So, dann wollen wir mal weg hier. Ich glaube, die werden nicht mal auf der Karte angezeigt, kann das sein? Nee, die werden nicht mal auf der Karte angezeigt, aber ich werde euch dann immer sagen, wo die sind. Und wir werden natürlich auch alles gemeinsam hier machen. Natürlich. Maono-Schrein. Weil da kriegt man nochmal ganz kurz einen Überblick über den ersten Raum. Ja, an diesen Schrein kriegt man immer... Willkommen, Pilger. Mein Name ist Maono. Im Namen der Göttin hier sollst du geprüft werden. Maono-Schrein. Magnetismus. Genau. Wir werden immer in diesen Schreinen ein extra Ding, also eine extra Funktion für den Shika-Stein bekommen. Und das immer recht am Anfang. Und dann müssen wir immer ein paar Aufgaben machen. Und in diesem Schrein wird das was sein. Ihr habt es gerade schon gesehen. So, Magnetmodul. Es gibt insgesamt 6 Stück. Und wir haben jetzt das erste. Wenn ihr das aktiviert, könnt ihr auch zum Beispiel Truhen unter Wasser wieder an Land machen. Und ja, dann machen wir das nochmal. Genau, ihr könnt jetzt auch immer so ein bisschen mit dem Steuerkreuz, hier seht ihr es ja, ein bisschen umhergehen, damit ihr immer sehen könnt, jo, was ist jetzt hier Metall, was nicht. Und es muss natürlich auch immer die Reichweite haben. Diese Platten erfassen, weghauen. Und dann können wir runter. Just hier wegmachen. Da ist aber leider nicht alles aus Metall, sondern aus Stein. Können wir auch nochmal... So, das ist jetzt ein bisschen heftig, das Teil. Aber wir können es zum Glück besiegen. Also, ich empfehle euch wirklich, das Schwert anzunehmen, weil die können echt viel Schaden machen. So, wie man hier weiterkommt, ist auch ganz einfach. Einfach das Teil nehmen. Da, 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 da. Und dann... Danke. Aber ist schon ein bisschen knapp bemessen. Natürlich, die Tür müssen wir auch noch aufmachen. Jetzt kommen wir. Ist das Touch? Du hast die Herausforderung gemeistert und Zweifel, du bist der auserwählte Held. Ich bin Maono. Vor ungeahnter Zeit offenbarte sich die Göttin Hylia vor mir. Sie gab mir die Aufgabe, diesen Schrein der Prüfung zu erschaffen. Ich wurde der Priester, welcher die Pilger auf ihre Fähigkeiten hin prüft, die Verheerung zu besiegen. Nach Äonen erschien nun endlich der wahre Held vor mir. Erlaube mir, dir im Namen der Göttin Hylia dieses Zeichen der Bewährung zu verleihen. Ba-ba-laum. Zeichen der Bewährung, ein Zeichen, das einem Helden für das Bestehen der Herausforderung verliehen wird. Du scheinst ein Zeichen der Bewährung gehalten zu haben, nicht schlecht für den Anfang. Was, Parasegel? Nun mal ruhig mit den jungen Pferden. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Es sieht schwer danach aus, dass, als seien die Türme und dieser Schrein deinetwegen aufgetaucht. Genauer gesagt wegen diesem Shika-Stein, den du dort am Gürtel trägst. Was, Parasegel? Sei doch mal still und hör zu, du Hurensohn, Mann. Habt ihr Scheiße, Mann.
Einmal will ich hier Storytime machen, dann weißt du nicht immer. Vor langer, langer Zeit lebte an diesem Ort eine hochentwickelte Kultur, die Shika. Durch ihr Wissen konnten dieses Land eine ums andere Mal vor dem Untergang bewahrt werden. Diese Kultur verschwand schon vor Jahrtausenden von der Bildfläche. Doch Überreste ihrer Zivilisation für dieser Schrein scheinen bis heute bedauert zu haben. Hör mir gut zu, von diesen Schreinen gibt es noch weiter. Die erfassen wir nochmal ganz kurz und holen es nochmal ganz kurz hier raus. So, einmal nochmal ganz kurz gucken, was da drin ist. Ein Bärenstein, versteinertes Baumharz, das in Hyrule gefunden werden kann. Es besitzt einen geheimnisvollen gelb-roten Schein und wird traditionell zu Schmuck verarbeitet. Ja, absoluter Bullshit. Okay, das tut mir jetzt leid. Ein Opal, ein Edelstein, der in Hyrule gefunden werden kann, erscheint. Aber okay, dann bis zum nächsten Part bei The Legend of Zelda Breath of the Wild.